über 250 Zweitligaspiele zu haben, das kann nicht jeder über sich behaupten. Einer davon ist neuerdings Kevin Müller. Für uns war das Grund genug, ihn mal einzuladen, und zwar zum Bowlen. Was da genau passiert und wie es war, das seht ihr natürlich in unserem Spieltags-Update. Jetzt geht's für mich aber erstmal raus, den Kevin abholen. Servus, Tim. Hey, schön, dass du da bist. Gehen wir mal direkt rein. Bist du so ein Typ, der auch in seiner Freizeit mal bowlen geht oder irgendwie mit seinen Kollegen mal irgendwas in Heidenheim unternimmt? Sag mal so, ich schieb auf jeden Fall privat auch eine ruhige Kugel. Mir würde jetzt nichts einfallen, was ich anders machen würde. Im Großen und Ganzen, glaube ich, ja, habe ich eine wirklich sehr, sehr schöne Zeit bisher gehabt hier. Und ich glaube, so lange in einem Verein spielen zu dürfen auch, das Vertrauen der Verantwortlichen genießen zu dürfen vom Trainer. Klar, die Mannschaft, die mich dann auch immer mitträgt, ist definitiv immer was Besonderes dann halt auch. Und wie gesagt, klar, 250 Zweitligaspiele freut mich natürlich persönlich auch. Deswegen freue ich mich einfach mega, so lange auch dabei sein zu dürfen. Der ist es. Guck ihn dir an. Beim Bowling hast du jetzt einen guten Eindruck gemacht. Die Frage, ob du aber auch beim Training einen guten Eindruck gemacht hast, die klärt sich dann jetzt. Jedes Spiel jetzt ist für uns eine Chance, würde ich sagen. Erstmal den Abstand zu Platz 4, 5 und 6 auf jeden Fall zu vergrößern oder erstmal auf jeden Fall den Abstand zu halten. Und ja, dann nehmen wir uns natürlich vor, 3 Punkte zu holen, auch gegen starke Düsseldorfer Heimmannschaft. Die Fortuna in der Heimtabelle übrigens auf Rang 3. Und dazu kommt natürlich noch der Faktor, dass das Stadion am Samstagabend um 20.30 Uhr unter Flutlicht beim Topspiel ziemlich gut gefüllt sein könnte. Wie die Uhrzeit und die Zuschauer unser Spiel beeinflussen könnten, hat uns unser Cheftrainer Frank Schmidt unter der Woche bei der aktuellen Pressekonferenz verraten. Die Rahmenbedingungen sind groß, keine Frage. Vor allen Dingen in Düsseldorf. Großes Stadion, viele Fans, Traditionsverein, wird eine gute Stimmung sein. Mehr Heidenheimer, die uns unterstützen als zuletzt. Deswegen ist das was Besonderes, keine Frage. Aber was mich umtreibt und auch antreibt, ist die Idee, wie kann ich mit meinen Spielern erfolgreich sein? Und da spielt, mit Verlaub, die Uhrzeit keine Rolle. Neben der wöchentlich stattfindenden Pressekonferenz gab es unter der Woche übrigens noch eine zweite. Die war für die Mitglieder unserer Paule-Bande. Die konnten ihre Fragen stellen an Tim Siersleben und Jonas Föhrenbach. Und dazu haben sie noch einen kleinen Einblick gekriegt in die Arbeitsabläufe in unserer Medienabteilung. Jetzt aber zurück zum Sportlichen. Niklas Beste hat ebenfalls unter der Woche mal aufs Hinspiel gegen Düsseldorf geschaut und einen kleinen Ausblick darauf gewagt, was uns am Samstagabend erwartet. Ich glaube, Düsseldorf ist immer ein Gegner, der auch natürlich Ambitionen hat, irgendwie nach oben. Und es sind immer Spiele auf Augenhöhe. Das ist einfach, da entscheiden einfach Kleinigkeiten. Ich glaube, der kommt in den Zielbereich, Tim verlängert den Ball gut auf 2 und Bex läuft dann da rein, wo er reinlaufen soll. Und ich glaube, es war ganz gut, dass wir den Führungstreffer machen in der Partie, dass wir 1-0 führen. Das hat uns, glaube ich, ein bisschen Aufschwung da in der Partie gegeben. Ja, jetzt hier das Gegentor. Ich glaube, die Ecke kommt auf 2. Köpfen Ball einfach auf den 5-Meter-Punkt. Wir sind einfach nicht gut organisiert, gut gestaffelt. Darf uns nicht passieren, wissen wir aber auch alle. Und dann steht es halt 1-1. Wenn ich mir aber dann jetzt hier gerade das zweite Tor anschaue, ist es ein super Ball raus auf Föhre. Föhre, super Flanke auf Tim. Der köpft dann gegen den Rücken vom Fortuna-Abwehrspieler und hat dann noch das Glück, dass er dann wirklich perfekt vor die Füße kommt. Und den zweiten macht er dann natürlich überragend unter die Latte rein. Ja, und dann gewinnen wir halt so ein Spiel 2-1. Da sieht man ja hier alle glücklich, alle zufrieden. 20, 30 Abendspiele, für mich, ich kann jetzt nur für mich persönlich sprechen, aber ich glaube auch für die anderen ist es einfach nochmal was anderes.
Ich glaube, wir müssen einfach an die anderen letzten drei Spiele anknüpfen, wie wir es gemacht haben gegen den Ball, die Mentalität, die zweiten Bälle, die Laufbereitschaft, die Sprintbereitschaft und ja, dann müssen wir natürlich dann auch die Chancen, die wir bekommen, dann nutzen. In solchen Spielen entscheiden dann Kleinigkeiten. Wer einen Fehler zu viel macht, dann muss man den Fehler dann auch bestrafen. Und jetzt am Wochenende stehen wieder drei Punkte auf dem Spiel, die würden wir gerne haben, um vielleicht dann einen Schritt irgendwie näher dran zu kommen an das, was wir möchten. Und dann schauen wir einfach weiter, wie es kommt. Wir gucken von Woche zu Woche. Bei den noch 10 nach dem Düsseldorf-Spiel verbleibenden Partien ist die Auseinandersetzung am Samstagabend also keine Vorentscheidung, was den Saisonendspurt angeht. Wichtig ist sie aber trotzdem allemal. Solltet ihr euch also noch kurzfristig entscheiden, unsere Mannschaft vor Ort zu unterstützen, ist das gar kein Problem, denn die Tageskassen in Düsseldorf haben geöffnet. Falls ihr es nicht schafft, lege ich euch hiermit das Fanradio ans Herz. Das ist natürlich wie immer für euch mit dabei. Das war's für diese Woche. Wir sehen uns im nächsten Spieltagsupdate.